Hallo meine Lieben, und zwar bevor es jetzt mit dem Video zu dem mega geilen CVC losgehen kann, wollte ich mich einmal bei Leomas aus dem Clan Fargo bedanken, weil er hat mir einmal was verraten. Und zwar, wenn ihr bei dem, ich sag mal, gängigsten Viking-Spot für den Lineshirt einfach mal Ausrufezeichen und Help eingibt, bekommt ihr die ganzen Befehle, was ihr alles kann und so. Und unten wurde ich als YouTube-Channel mit verlinkt. Und das finde ich schon ziemlich cool. Fand ich auch eine ziemlich coole Funktion. Ich habe das erstmal ausprobiert. Und deswegen wollte ich mich auch einmal bei Road aus dem KD94 und bei Beastie bedanken, dass sie da auch an mich gedacht ha haben. Entschuldigung. Also vielen Dank euch beiden. Und in dem Sinne auch nochmal schöne Grüße an die deutsche Vikings-Gruppe offline. Also, habt Spaß mit dem Video. Und dann sehen wir uns. Macht's gut. Hallo meine lieben Wikinger und willkommen zurück zu Vikings War of Clans. Ja, wie ihr natürlich Bescheid wisst, es ist CVC. Unser Gegner ist... Ah, schade, dann seht ihr schon die Punkte. Ja, zack. Ich sag einfach mal Banzai. Ich kann es leider nicht aussprechen. Es verspricht ein epischer Kampf zu werden, der seinesgleichen sucht. Und ich muss sagen, ja, die haben schon die ersten Fehler gemacht, ne? Wie so oft haben wir jetzt schon in der Nacht den ersten Hauptpunkt geholt. Angefangen hatte das, ich muss mal eben ganz kurz mit euch hier gemeinsam gucken. Zzzzip. Ah ja, hier, genau. Und zwar, dass jemand von ihnen. Oh, nee, das waren die gar nicht. Hier vielleicht? Ja, nope, auch nicht. Da! Und zwar wollten sie die Level 7er Tiles farmen. Und der eine hat weder beschleunigt oder sonstiges, sondern einfach mal 155.000 hier Einser losgeschickt. Und ich hatte ganz gemütlich Zeit, mal eben die wegzuhauen. Dadurch fingen sie dann an, ein bisschen übermütig zu werden. Hier haben wir dann nochmal 20.000 Wecker und dann dachten die, ach, wir können farmen gehen. Nein, können sie nicht. Ja, das war wieder ein anderer. Und haben dann ebenfalls hier dann auch nochmal knapp 288.000 weggeschlagen. War also sehr wunderbar. Und dann fing jemand von denen an. Einer der wenigen vollen Kämpfer, also vollwertigen Kämpfer von denen. Dieser junge Mann hier. An bisschen übermütig zu werden. Hatte knapp 20 Millionen T1er in einen Teil gesetzt. Und wusste wahrscheinlich nicht, dass Angreifende immer stärker ist. Auch wenn ich mit Mörder agiere, der Angreifende ist, wenn beide gleich sind, immer im Vorteil. Ja, ich wollte direkt mit T3 angreifen. Er hat dann seine Truppen wieder zurückgerufen und dachte, ach nö, dafür habe ich jetzt einen großen Booster verballert. Was macht er? Er springt zu sich ins Königreich, holt sich noch den Fernkämpferruf und dachte mir, mein Freund, meinst du, ich kann das nicht? Er schickte wieder die T1-Truppen rein. Hab mir mal in 15 Minuten den Ruf genommen und siehe da, natürlich mit einem Riesengewinn. Einige von euch achten wahrscheinlich jetzt nur auf den Einfluss, den beide verloren haben und sagen, hey Alter, du hast doch Minus gemacht. Nein, die T1er geben pro T1er 100 Punkte, die T3er 400. Sprich, um auf den gleichen Wert zu nehmen, müssen wir entweder diese Zahl hier mal durch 4 nehmen, dann haben wir circa 4 Millionen T3 gekillt oder... Wir nehmen diese Zahl hier mal 4, um eben den Wert von den T1er zu haben. Das heißt, wir haben dann 6,8 Millionen T1er verloren und knapp 16 gewonnen. Sprich, eine Differenz von 9 Millionen T1 Kills. Und dementsprechend haben wir gut diesen Punkt wohl. Ich sag jetzt nicht sicher, denn wir wissen ja vom letzten CVC, dass sich sowas schnell ändern kann, wenn jemand das Schild vergisst. Deswegen, ja. Außerdem, wir haben jetzt diesen Punkt, die Aktualisierung ist gerade gekommen. Den Baupunkt haben wir jetzt. Wir werden auch noch den Eintrainingspunkt holen. Heute Abend gibt es ja, wie einige von euch schon vielleicht live gesehen haben, SHDEF. Und dann mal gucken, wie es da laufen wird. Ich bin mal gespannt. Die haben auch keine wirklichen Kämpfer bei sich. Also viele haben mega viel Einfluss, ne? Ich zeige euch mal das beste Beispiel. Da frage ich mich einfach nur, warum. Die haben sehr viel Toteneinfluss. Ich sag mal, ich glaube ab hier. Ne, der ist noch relativ gut, so mit den 15 Jahren Kills. Ab hier, genau. Ab diesem Punkt abwärts sind es gar keine Kämpfer mehr. Also die haben viel zu wenig Kills und das sind, wenn man alles zusammenrechnet, 1 bis 2 T auf jeden Fall. Dann gibt es hier nochmal einen mit 2 T Einfluss und nicht mal 5 Milliarden Kills. Also
Ich glaube, Held war auch nur. Ah, doch, Held war hier auf 70. Die haben auch einige hohe mit Held Level 66 oder 68. Gucken wir mal hier 69 zum Beispiel. Also, fast eine Tier-Einfluss, 1,3. Ja, also die haben viele Nicht-Kämpfer bei sich einfach. Und deswegen will ich auch gerne, wenn die SHDF starten und wir bekommen zwei Follower-Assists, wir werden einfach mal reinhauen. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen auf Risiko, machen das gleiche beim Pop. Ah, beim Pop ist aber immer so eine Sache, da muss ich einfach mal gucken, was für Truppen da drin sind. Aber da, bei dem CVC mache ich mir jetzt echt keine Gedanken. Achilles, schöne Grüße geht an dich, Achilles, wenn du das Video siehst. Den kennen wir noch aus unserem Heimatkönigreich. Er war auch dort im Russenclan ein lieber, netter Kerl. Hat mir auch direkt geschrieben, und ha, echt ein feiner Kerl. Kann nur gebrochen Deutsch, aber trotzdem mega top, der Typ. Einfach Hammer. Ja, die anderen kenne ich natürlich nicht. Aber ja, mal sehen, wie das CVC so wird. Bleibt dran, dann erfahrt es ihr. Oh Gott, ey, zu früh am Morgen, ne? Also, bis gleich. Hallo meine Lieben und ja, wir sind gerade selbst in der SH-Verteidigung. Der Gegner greift bisher noch nicht an. Die versammeln sich gerade um deren SH. Was ein bisschen komisch ist, und der ist gerade weggesprungen. Jetzt muss ich selbst nochmal ganz, ganz schnell nachgucken. Die wollen, glaube ich, jetzt doch eine Attacke machen. Wo ist der Sieger, Sieger, Sieger? Da. So, die haben nämlich eben den Siegerruf gehabt. So. Okay, dann wollen wir jetzt gleich mal gucken, ob er eine Attacke startet. Ja, meine Vermutung ist, dass sie vielleicht mal eine Attacke starten oder eben selbst die SHDF starten. Dann werden wir immer hin und her switchen. Und vielleicht haben sie das Gleiche auch vor. Das müssen wir gleich mal ein bisschen beobachten. Also, wir schalten nochmal zu, wenn dann ein bisschen Action auftaucht. Bis gleich. So, Attacke. Zack, zack. So, da kommen jetzt wieder Truppen rein. Ihr könnt gerne mal eine Attacke rein, ne? Wollte ich nur mal so eben kurz erwähnt haben. Ich auch, ja. Du startest bitte deine eigene. Wo ist es voll bei mir? Sehr gut, dann muss jetzt Gary noch eben kommen. Der ist schon da. Und die Attacke öffnen. Die haben sehr, sehr viele Nahkämpfer. 252 Millionen Nahkämpfer, Alter. Das klingt gut für mich. Ich mache schon mal meine Zeit leer. So, hier. Lebenswille und sowas kann ich eben in der Wartezeit aktivieren. Wäre schlecht für Pferde. Ja, definitiv. So, okay. True, deine zuerst jetzt rein. Los geht's. Oder ist es Go? Rein, rein, rein. Direkt rein beschleunigen. Ich auch. Sofort zurück. Ja, und die sind rausgeflogen. Sofort eine neue Attacke. Sofort eine neue Attacke aufmachen. Nicht die Berichte angeiern. Attacke auf und go. Fuck, Dinge hängt. Oh, wir haben die sogar rausgehauen, meine Attacke. Eieiei. Boah, wie geil. Lange geiern. Und direkt die Attacken losschicken, wenn voll. Sofort losschicken, sofort rein. Bam, wieder rausgejagt. Wenn Attacke voll, sofort reinjagen, ne? Die müssen beschleunigen. Will zu langsam strahlen wieder, ey. Habe ich im Stress 16 Stunden So, gemacht. Ego, jo, der ist da. So, schicke ich jetzt auch los. Bam. So, jetzt halten. Nicht schicken. Nee. Okay. So. Guck mal eben.
Eine OS fehlt. Meines müsste... Gary ist noch nicht da. Ah. Ich spioniere mal eben. Jetzt da. Hat aufgemacht. Proof, schick rein. So. So, jetzt bitte jeder springen, weil manche sind hier gerade schon am Rumspringen vom Gegner. Die wollen jetzt erwischen, dass die wollen jetzt andere erwischen. So, das sah aber schon mal sehr, sehr geil aus. Auch wenn die Vorbereitung ein bisschen gedauert hat, aber Halleluja. Eieiei. Aber ich glaube, das war mega lecker für die ganzen Belagerungen aus meiner Truppe, ey. Ich habe einmal 2,4 Millionen Schatz gekriegt, ja. Ja. Und go, 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 go. Rein da. Oh, die. Wir haben sie nicht rausgehauen. Direkt noch eine öffnen. Direkt reinschicken, ja? Wenn voll ist, ja. Okay. Und eine müssen echt beschleunigen. Die zu langsam. Ja, mir ist der Booster ausgelaufen. Ich bin immer jetzt drin. Schick rein, schick rein, schick rein, schick rein. So, jetzt haben wir die erstmal draußen. Direkt öffnen wieder. Oh, wir sind große Booster angemacht. Kein Problem. Erst Booster ziehen, dann beschleunigen, oder? Also erst Schild ziehen. Ja, das ja. Auf der B-Taste geht's immer am schnellsten. So, Stahl hatte eben. Dafür kannst du nichts. Da macht er keinen Kopf. Oh, ist das Ding jetzt so? Jetzt haben wir die auch wieder rausgehauen. Aber die Runde war jetzt echt gut. Also, die haben echt gut wieder nachgesetzt. Yes. Jetzt sind die auch ein bisschen besser aufgestellt. Ganz am Anfang hatten die ja 250 Nahkämpfer. Also die letzte Attacke von mir, da hatten die echt gut aufgestellt, bis auf Fernkämpfer. Ist bei denen, glaube ich, auch eine Rarität. So, fang du dann zuerst an. Und soll ich schicken? Ja, schick. Go, go, go. Oh, ich bin bei True drin. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn drin? Ich hätte einen kleinen Ticken später. Ich habe leider den Marsch von den Dings verwechselt. Den Dingsmarsch mit dem Spielermarsch. Ah, ne, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hingesprungen bin. Warte mal, da muss ich hin. Direkt schicken, oder? Ja, schick. Ja, muss ja voll werden. Nein, schick. Ah, Mensch! Ich glaube, wir haben da noch kleine Reste. Nee. Schade, dann haben die doch schon rausgezogen. Oder warum brauchen wir so lange, um in die Attacke zu kommen? Wahrscheinlich vom Server aus. Heute haben ja viele, generell sehr, sehr viele Serverprobleme. Also viele sind den ganzen Tag über kaum reingekommen. Ah doch, hier, du hast 41 Millionen Dings gekillt. T7 Bogenschützen. Ui. Sagt der Eiskalt, nee. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch Splitter gekriegt.
Aber richtig heftig. 200.000. Ich muss mich bei meiner Truppengattung entschuldigen. Ja, meine Lieben, es ist soweit. Und zwar, das CVC ist vorbei. So, erstmal wollen wir natürlich einmal Hilfeklicks leisten, ne? So, wir gehen jetzt einmal hier auf die Clanschlacht und sehen, wir haben noch 5-2 gewonnen. Ja, Mann! Das war ein grandioser Doppelsieg. Einmal Holmgang, dann noch CVC. Auch wenn wir einen kleinen Fehler hier in der Popcorn hatten, haben wir die anderen beiden Punkte solide rausgeholt. Eindringlinge konnten wir gut halten. Hier mussten wir für Holmgang eh noch trainieren und für Jöd. Also denke ich mal, das war eigentlich soweit ganz gut. Ja, es ist bald soweit. Wir haben bald wieder unser Jubiläum und zwar den 25. Sieg. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mega, mega stolz auf jeden Einzelnen bei uns im Clan, der einfach auch in beiden Events und auch in allen anderen Events zuvor so geil zusammengearbeitet hat. Ne? Also ich muss sagen, Chapeau an jeden von meinen Clan-Leuten. Das ist einfach Wahnsinn. Wir haben gerade so eine coole Siegesserie. Ah, für euch. Falls ihr die Videos auch mal seht, ne? Seht auch mal, ich kann auch mal nett sein. Gut, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das CVC gefallen. Wie lief euer CVC? Haut es gerne in den Kommentaren mit rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Und würde mal sagen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns auch zum nächsten Video. Macht's gut.